So. Kann ich das nehmen? Ja. Ist immer die Frage, ob man das mal einfach so nehmen kann hier alles. Hallo, du. Hoffentlich bringt er mich nicht um. Nee, ich bringe euch nicht um. Ich hab's versprochen. Ich habe geprahlt damit, dass ich niemanden umbringe. Und das, daran halte ich mich auch wirklich. Da bin ich ein Mann von Ehre sozusagen. So, lass mal nicht kaputt, es explodiert. Licht aus, ihr garstige Bande! Tadam, tadam. Die Truhe nehme ich natürlich auch mit. Wiederbelebungsfiole, geil. Hey, sag sowas nicht zu mir. Alle stockbesoffen hier. Lass mich in Ruhe. Finde ich gut. So, gucken wir da oben nochmal hin. Ach, da haben wir sogar jemanden. Ich mache mal ganz kurz eine Sache. 2 Sekunden. Optionen. Audio. Ich mache mal ganz kurz die Musik. Okay. Dann halt nicht. Ich dachte, ich kann die Musik noch ein bisschen leiser drehen, aber das geht offenbar nicht. Hallo. Sprecht mit Roderick. Er erledigt den Öffentlichkeitskram. Okay. Mir fiel auf, dass ihr die Tore zu Zwillingsklings Quartier betrachtet habt. Ja. Vielleicht könnten wir die Reservewächter irgendwie rauslocken. Das Tor wäre dann offen für euch. Warum sollten die das tun? Natürlich erfordert so ein riskantes Manöver eine angemessene Vergütung. Mhm. 2000 Gold für die Dienste des Attentäters bezahlen. Nein. Ein faires Angebot in diesen schlechten Zeiten. Wir sind hier, falls ihr es euch anders überlegt. Ich mein's ernst. Redet mit Roderick. Ich mein's ernst. Okay. Du weißt mich nicht blöd von der Seite an. Ein Ablenkungsmanöver. Die wollen 2000 Gold haben dafür, dass sie dann jemand abmurksen, dass ich reinkomme. Nee, danke. Habe ich keine Lust drauf. Aber das ist nur eine Truhe. Die nehme ich mit. Attentäterhose. Schön. Und? Freuen sich die Damen auf Zwillingsklingsunterhaltung? Okay. Kommt ihr, um Zwillingsklings Programm zu sehen? Ja. Sind sie nicht wunderbar? Das wird eine tolle Party. Mhm. Alles klar, ihr habt einen Blick gehabt. Und ich hab den einzigen Schlüssel, also kriegt ihr auch nichts anderes. Ich versuche mal reinzugehen. Ich glaube, ich brauche den Schlüssel dann, dass ich die rauslassen kann. Weil dann werden die Wachen, glaube ich, weggelockt. Oder? Gucken wir mal. Verschwindet, hier kommt keiner durch. Der Boss hat mir gesagt, ich soll hier aufpassen. Er feiert eine Party. Das bedeutet, keiner kommt hier durch. Außer den Geiseln, die für die Unterhaltung sorgen. Und daran halte ich mich, kapiert? Okay. Kommt schon, haut ihn! Ja, ihr seht doch, dass wir mitten in einem Kampf sind. Sprecht mit Rind. Hallo Rind. Wir lassen doch nicht jeden x-beliebigen kämpfen. Sammelt zuerst Erfahrungen in Bowerstone und Oakvale. Ach ja, da kann ich in der Arena, kann ich hier kämpfen. Los, schlag ihn zusammen! Jetzt muss ich mal gucken, das Ausdrucksmittel stehlen habe ich ja gelernt. Die Frage ist, kann ich von dem den Schlüssel klauen? Ich glaube, das ging nämlich... Also kannst du die Attentäter benutzen? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie war denn das? Inventar.
Heldenstatus, Persönlichkeit. Attraktivität finde ich gut. Ich bin sehr attraktiv. Fertigkeiten. Hier, Ausdrucksmittel. Heimlichkeit. Stehlen. Benutzt das in einem Laden bei einem Gegenstand, den ihr stehlen wollt. Aber passt auf, dass euch niemand sieht. Behalte die Stehlenleiste im Auge, während ihr die Taste gedrückt haltet. Je länger ihr das tut, desto größer die Chance, den Gegenstand erfolgreich zu schwitzen. Aber ihr könntet auch jederzeit entdeckt werden. Geht das bei dem nicht? Solltet ihr auch. Ihr seid es nämlich. Der Wächter hat den Schlüssel. Holt ihn. Wie hole ich denn den Schlüssel von dem? Alles klar. Ihr habt einen Blick gehabt. Und ich hab den einzigen Schlüssel. Wie kriege ich denn den verdammten Schlüssel? Ich will ihn nicht umbringen. Wir freuen uns jedenfalls schon alle drauf. Moment mal, ich kann ihn ja K.O. schlagen. Denkt nicht einmal an Flucht. Kann ich den nicht K.O. schlagen irgendwie? Ging das nicht? Ich speichere mal eben. Ich will den nicht umbringen. Ich will diese Quest schaffen, ohne dass ich jemand umbringe. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. So, ich warte, bis der gute Kumpel wieder hinten ist. Dann prügle ich ihm mal den Schlüssel aus dem Leib. Ich hab den einzigen Käfigschlüssel. Bitte helft uns. Ich glaube, das wird so nix, weil der blockt gerade den ganzen Damage. Helft uns! Bitte helft uns! Töte ich den jetzt eigentlich, oder... Komm, pack den Schlüssel aus, Junge. Bitte helft uns. Kann ich den nicht irgendwie... Konnte doch immer bewusstlos schlagen irgendwie, oder nicht? Kann das nicht irgendwie... Ich bin mir nicht sicher. Jetzt pack den Schlüssel aus, Junge. Das Gefühl, es juckt ihn relativ wenig, was ich hier mit ihm veranstalte. So, Roundhouse Kick. Und weiter geht's. Großtat geschaltet. Mindestens ein Räuber sieht keinen Sonnenaufgang mehr. Helft uns! Okay, und das wollte ich nicht. Okay, dann lade ich nochmal. Ich dachte, ich kann den irgendwie K.O. schlagen. Spielstand 10. Ja, übernehmen. Okay, das war doof. Ich will den nicht töten. Ich dachte, ich kann den K.O. schlagen. Das ist nicht dein fucking Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Du kannst, während die Quest läuft, kannst du nicht speichern, oder was? Oh nee, Alter, das geht mir auf den Sack. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch nicht wahr.
Jetzt kann ich den... Aber das Großschwert habe ich witzigerweise. Aber ich kann den ganzen Schlons jetzt nochmal machen, oder wie? Muss ich den ganzen Schlons jetzt hier nochmal machen, oder was? Ich habe die ganze... Ich habe die Räuberklamotten nämlich auch nicht mehr. Ich habe zwar das Großschwert, habe ich jetzt, aber ich habe die Räuberklamotten nicht mehr. Das ist doch nicht wahr. Heldengilde, teleportieren. Heldengilde. So. Oakwell Rückwehr, Südbowerstone, Grabhügelfelder, Greatwood, Kallistor. Aha. Ja, ist schön. Ja, tatsächlich, ich muss den ganzen Schlons jetzt nochmal machen. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch... Das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab's Obsidian-Großschwert wenigstens. Fantastisch. So. Vor allem, was hast du denn dann für einen Sinn, wenn du speichern kannst bei dem Spiel, wenn du eh wieder komplett zurückgesetzt wirst? Das ist doch totale, das ist totaler Kokolores. Boah. Das geht mir auf den Sack gerade. Jetzt muss ich den ganzen... Vor allem, ich habe mich durchgeschlichen durch den ganzen Schlons. Kann ich euch heute behilflich sein? Und jetzt muss ich es nochmal machen, die ganze Schlose. Ach, das ist doch nicht wahr. Was für ein Held. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht den Ernst. Das ist doch echt nicht wahr. Vor allem das Schlimme ist, wie soll ich denn da durchkommen dann? Was, wenn du es ohne Töten machen willst, musst du die Attentäter bezahlen. Muss ich auch nur zum Dahlen speichern kann. Das ist ja dämlich. Das heißt, ich muss ja jemanden töten, weil ich die Attentäter ja bezahlen muss dann. Dafür brauche ich jetzt erstmal Gold, weil ich habe nicht genügend Geld dafür. Was für ein Abfall. Ich kann gar nicht hinsehen. So. Mist, ich wollte mich gerade drehen. So, die Waffe hat ein bisschen was. Reicht nämlich einen Schlag, dann sind die Banditen nämlich tot. Ist zwar langsamer. So macht man das, Herr. Aber dafür läuft das ganz gut. So, der Bandite kriegt einen auf den Deckel, finde ich gut. Ja, zeigt es ihnen. Ja, komm her. Macht euren Frieden mit. Okay, ich muss echt ein bisschen mehr auf Schnelligkeit und Stärke machen. Dann können wir die Waffe nämlich schneller führen. Boah, das geht mir jetzt mega auf den Sack, dass ich jetzt alles nochmal machen muss, die ganze Schlose von vorne. Das macht mich nervös. Ja, jetzt bist du tot. So, die Frage ist, ich brauche jetzt Geld. Das ist das Schlimme eigentlich, ich brauche Geld. Fisher Creek. War hier schon mal? Ich glaube nicht, ne? Hilfe! Helft mir! Die sind überall! Ich komme nicht raus! Hier war ich noch gar nicht. Sehr gut. Haben wir es auch geschafft. Ah, danke schön, Jungchen. Hab schon so lange nicht geangelt, dass ich tatterig bin. Hab die ganze Woche nur Würmer gegessen. Ihr kommt zu keiner guten Zeit. Ich muss einen Angelwettbewerb organisieren. Aha. Ich weiß was. Ihr dürft kostenlos am Wettbewerb teilnehmen. Das ist das Mindeste. Ihr solltet die Angel hier mitnehmen. Hab ich selbst gebastelt. Angelrute. Schön. Müsst nur die Angel zu den Wellen da drüben auswerfen. Aha. Wenn ihr euch einer Angelstelle nähert, dann das Fischerhaken-Symbol erscheint als eine eurer kontextsensitiven Gegenstände. Durch Drücken der entsprechenden Taste startet das Angelminispiel.
Wow! Wunderbar! Okay. Wow! Das ist eine Truhe. Ich bin immer noch mega frustriert wegen den Banditen jetzt. Das wusste ich echt nicht mehr, dass ich da nicht speichern kann, beziehungsweise man während der Quest nicht speichern kann. Ist ein bisschen doof. Lederfechthandschuhe. Schön. Aha. Ach hier, F1. Hätte ich gar nicht ausrüsten müssen dann. Weißt du was an? Mist. Juhu, aber. Ihr habt was gefangen. Toller Hecht, Jungchen. Das ist ein Riesenfang. Dankeschön. Kommt später wieder. Ich lasse den großen alten Angelwettbewerb wieder aufleben. Hier gibt's noch jede Menge andere Angelplätze, wenn ihr fischen wollt. Wow. Er ist mega happy, dass er uns sieht. Finde ich gut. Wow. So, dann fischen wir hier unten nochmal. F1. Boah, das ärgert mich jetzt mit dem Banditenlager. Das ärgert mich mega. Das kann ich gar keinem erzählen, wie mich das ärgert. Ja, sehr gut. Beim ersten Mal anziehen haben wir gleich was gefangen. Was gibt's hier? Was? Maloche-Schnäuze. Aha. Ihr habt eine Frisurkarte gefunden. Zeigt sie eurem Barbier, damit ihr euren Kopf entsprechend verschönern könnt. Ich finde, mein Kopf ist schön genug. Achso. Na komm. Ich finde es übrigens schön, wie diese ganzen Tätowiererkarten und alles, wie die sich wehren können dann. Das finde ich mir, das finde ich sehr, sehr praktisch. 100 Gold. Na gut. Ich brauche ja 2000 Gold, weil ich muss ja die Attentäter bezahlen. Oh. Yes, Hammer. Ein Silberschlüssel. Juhu. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Und das hier nehmen wir noch. Machen wir eine kleine Angelrunde einfach. Ist ja kein Problem. Wir haben ja sonst nichts zu tun gerade. Außer die blödeste Quest überhaupt machen. Yes. Zum Glück ist die Angel schon nicht gerissen. Das war mega knapp, glaube ich. Mondfisch, Länge 17 cm, Gewicht 36 Gramm. Wie kann ein Fisch, der 17 cm lang ist, nur 36 Gramm wiegen? Geht das überhaupt? Kommt ein bisschen arg wenig vor, finde ich. Oh ja! Der hat auch eine sehr schöne Inneneinrichtung. Der hat zwei Stühle, ein Bett. Unten ein Regal, was voller Spinnweben ist. Heldenkreise, okay. Na gut. In meiner Jugend war ich Händler. Ständig. Ach so. Willkommen, dies ist der Fisher Creek. Na, sehr gut. Inventar. Gegenstände. Andere. Blauer Pilz. Nein, Nahrung, Geschenke, Tränke, Stilkarten, Gegenstände. Wo war denn das? Fertigkeiten, Ausdrucksmittel, Heldenstatus, Tagebuch, Bücher. Hier war das. So. Einfach hässlich, das haben wir schon gelesen. Eine Heldenreise. Seite 126. Ihr steht vor einem felsigen Berg und blickt auf zu den
was zu den zerfransten Wolken, die seinen Gipfel einhüllen. Plötzlich spürt ihr einen kalten Hauch auf eurem Gesicht. Er scheint aus einer Höhle direkt vor euch zu wehen, deren schwarzer Schlund wartet darauf, euch zu verschlucken, als ihr näher herantretet. Wollt ihr die Höhle betreten, blättert zur Seite 241. Falls ihr lieber den Pfad westlich um den Berg herum nehmen möchtet, geht auf Seite 37 weiter. Oh, ich mag solche Bücher. So diese Geschichten, immer wo man sich dann entscheiden muss. Und je nachdem, was man sich entscheidet, muss man auf andere Seiten blättern. Das ist immer mega cool, macht mega viel Spaß. Und es gibt dann meistens, es gibt dann so Bücher, da stirbst du dann entweder oder du entkommst oder keine Ahnung. Hatte ich mal so ein Buch, da bist du auf einer Insel einfach gestrandet und musst überleben. Und dann stirbst du entweder durch die Eingeborenen oder durch... Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Dann bist du zum Beispiel dann wirst du von Eingeborenen getötet oder von der Falle einfach, die dann zuschnappt. Demonstration der Stärke. Ja. Wollt ihr noch mehr? So, das haben wir ganz gut hingekriegt. So, wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Ich bin gerade unschuldig. Ich müsste irgendwie jetzt halt mal Items farmen oder irgendwas, weil ich brauche Geld. Ich muss die Attentäter irgendwie bezahlen. Tut mir nicht weh. Ich flehe euch an. Was für eine Demonstration der Stärke. Ja. Was für eine Demonstration der Stärke. Ja. So. 1000 Gold habe ich. Wow. Wie komme ich denn jetzt sinnvollerweise noch an 1000 Gold? Ich habe natürlich das ganze Geld für die Waffen und die Ausrüstung ausgegeben, weil es rückwirkend betrachtet vielleicht nicht ganz so prickelnd war. Immer wieder schön, euch zu sehen. Achso, der will mich nur begrüßen. Ich dachte, der hat eine Quest für mich. Ich gehe mal zu den Bauernhändler, vielleicht kann ich dem irgendwas andrehen. Hallo. Nochmals, hallo. Ich glaube, die Wachen sind nicht mehr so begeistert, mich zu sehen. Ich weiß auch nicht, warum. Einen schönen Tag wünsche ich. Ach komm, ist doch nicht wahr. Es ist Nacht. Ihr helft also meinem Bruder Aldi, ja? Ja, ich helfe Aldi und dann helfe ich noch seinem Bruder Lidl und Rewe und Norma. Das war prima. Hat er nicht alles, was man sich nur erträumen kann? Ja, hab ich meine Süße. Wie klingt Milady? Mann, ihr seid es. Ja. Mein Ruf eilt mir voraus. Okay, ich penne einfach mal. Ich hätte gerne einen Drink, bitte. Etwas Kaltes zu trinken, bitte. Bier. Ich hätte gerne einen Drink, bitte. Bier. So, dann pennen wir mal hier und dann verkaufen wir ein paar Sachen. Such dir einen Schwertkämpfer. Aha, die steht auf mich, finde ich gut. Willkommen bei eurem Volk, oh Held. Yes. Spielt Paare. Ich will ein Bier. Ich könnte natürlich wetten und so weiter, möchte ich aber nicht. Weil dann werde ich bestimmt auch alles verlieren. Ihr seid unbesiegt. Ich bin euch stets gern zu Diensten, mein Herr und Meister. Herr und Meister, so lobe ich mir das. Verkaufen. Kleidung. Kopf. Den kann ich nicht verkaufen, aus irgendeinem Grund, finde ich doof. Lederfechthandschuhe, Verlust 2. Dörflerhandschuhe, Profit 19. Verkaufen wir die mal, verkaufen. So, Lederfechthandschuhe. Verkaufen. So. Oberkörper, Dörflerhemd. Verkaufen. Obergewand, verkaufen. Beine, Dörflerhose, verkaufen,
Füße dreimal. Lederstiefel, Dörflerstiefel, Attentäterstiefel. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, haben wir das. Kopf aus irgendeinem Grund kann ich den Helm hier nicht verkaufen bei ihm. Was ich doof finde, aber den kann ich bestimmt im Lager verkaufen. Das heißt, dann hätte ich jetzt, glaube ich, genug Geld, für die Attentäter zu bezahlen. Wie kann ich euch heute bitten? Soll ich meine... Müsst ihr mir schon Gold dafür bringen? Nein. Was sagt ihr da? Meine Dichtkunst nicht gut genug? Doch, die ist sehr gut, deine Dichtkunst. Ich habe noch keine Lust, sie zu bezahlen gerade. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot... Verkaufen Gegenstände. Andere... Nahrung. Fisch. Ich könnte den Fisch verkaufen. So. Rohes Fleisch. Nein. Möhre. Nein. Apfelkuchen. Nein. So. Trophäen. Tränke. Kann ich irgendwas verkaufen? Gesundheitstrank. 10 Stück verkaufen, dann wäre ich bei 680. Ja. Es okay. Gibt mehr und mehr Räuber heute. Ha! So. Oakway, teleportieren. Na gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall die 2000 Gold für die Attentäter. Dann machen wir die ganze Schlose nochmal. Ich hoffe ja sehr, dass ich dann nochmal durchschleichen kann jetzt, weil sonst werde ich sauer. Viel Spaß noch, ja? Ja, den will ich haben. Mann, das ärgert mich. Das ärgert mich so unglaublich. Vor allem, ich war halt wirklich schon... Ich war halt bei Zwillingskling schon, weißt du? Und jetzt muss ich den ganzen Schlauns nochmal machen. Hey. Vor allem die Klamotten noch alle nochmal einsammeln. Bäh. Da habe ich ja Lust drauf, echt. So, Felsspitzenpfad. Spiel wird gespeichert. Na gut. Ihr müsst euch an den Räubern... Ja, halt die Klappe. Ach, Mann. Und das Geile ist ja wirklich, Schleichen ist totaler Blödsinn hier. Du musst einfach durchrennen. Das ist totaler Blödsinn. Das mit dem Schleichen ist totaler Bullshit. Das funktioniert nur, du musst einfach nur durchrennen. Hast du gehört, was Stern passiert ist? Was hat der Idiot jetzt wieder angestellt? Er hat bei einem Überfall seine Mütze verloren. Hat eine ganze Woche gedauert, bis er wieder ins Lager konnte. Tja, heutigen Tags lassen wir ihn ohne volle Kluft nicht mehr rein. Zwillingskling ist zurzeit auch reichlich nervös. Ich weiß nicht, was in ihm gefahren ist. Hey, wer ist das? Ja, so. Nochmal das ganze Spielchen von vorne. Irgendwas ist im Busch. Ich will nicht liegen bleiben. Er ist da drüben. So. Da haben wir die Stiefel schon mal. Noch irgendwas? Nö. Lassen wir mal durch. Da war nichts. Hier war irgendwo eine Truhe. Hier war die Truhe. So, sammeln wir nochmal alles ein. Machen wir alles nochmal von vorne. Gar kein Problem. Ja, ja. So, Räuberhemd. Da ist der. Haben wir das. Da hinten noch eine Truhe. Zack. Da müsste jetzt die Hose drin sein. Jawohl, die Räuberhose. Dann brauchen wir noch die Handschuhe. Ich werde euch nicht verschonen. Wachsam bleiben. Finde ich schade, dass du mich nicht verschonst. Da, so. Da drüben Hallo. Ist der. Achso, Tab. Ich habe jetzt die Leertaste gedrückt. So, Räuberhalstuch. Und hier links sind die Handschuhe in der Truhe. Ja, als Maul. Als Maul. Mann. Haut er. Da. Mit den blöden Armbrüsten. Räuberhandschuhe. So. Haben wir das.
So, da oben war noch eine Truhe, die machen wir auch noch. Da ist, glaube ich, eine Wiederbelebungsfiole drin gewesen. Irgendwas ist im Busch. Ich sehe ihn.